Hey ho Leute, willkommen zu einer neuen Folge von Horizon Zero Dawn. Ja, letztens sind wir in das Haus von wie ist der Dulli nochmal eingebrochen? Das Haus von Derwals Schergen eingebrochen. Und das davon soll eine Bombe sein. Und wie sollen die jetzt untersuchen? Wieso sollen wir da hingehen? Zu einer Bombe hingehen ist nicht schlau. Können wir da nicht einfach draufballern? Hier, ich zeig's dir. Eine echte Bombe. Gut gefertigt. Können wir nicht einfach draufballern? Ich will nicht zur Bombe hingehen. Das ist nicht schlau. Lohe, sie muss da oben irgendwo auslaufen. Hier wird alles in die Luft fliegen, ne? Wenn ich versuche, sie auseinanderzunehmen, geht eine Sprengladung los. Oh, scheiße. Können wir es nicht kontrolliert sprengen oder so? Gehen wir nach oben. Gehen wir nach oben gucken, was mit der Lohe auf sich hat. Das ist Lohe. Nicht jetzt. Das ist geil. Lohe. Oh ja. Wenn die Bombe unten hochgeht, passiert, was der Wal gesagt hat. Rauch verdunkelt die Sonne. Und die Stadt steht in Flammen. Wir müssen das unbedingt verhindern. Oh ja, natürlich müssen wir das. Wenn wir sie irgendwie loswerden können, wird die Explosion viel schwächer sein. Ja, ist mir klar. Aber wie? Wie wollen wir die loswerden? Können wir das hier nicht irgendwie aufmachen oder so? Komm, scannen wir einfach mal drüber. Wenn diese Bombe hochgeht, wird diese Lohe einen Feuersturm entfachen. Holz, verstärkt mit Eisenlegierung, enthält Lohe, hochentzündlich. Oh shit. Was sagst du dazu? Okay, du sagst gar nichts dazu. Suchen wir weiter das Lagerhaus. Geht vielleicht unten auch noch weiter? Es gibt kein unten, ne? Okay. Scannen wir mal hier unten, bevor wir nochmal hochgehen. Die Bombe haben wir schon angesehen, genauer. Gibt es denn hier oben noch irgendwas? Nein, ich kann das nur das hier begutachten. Erend, was sagst denn du dazu? Also, geht das Ding gleich hoch? Wie ungeduldig. Ah, so ein richtiger Wikinger. Was ist das denn? Eine Halterung aus Holz. Nicht sehr stabil. Geil. Können wir das loswerden? Komm, wir werden das jetzt los. Wir heilen das einfach runter und fertig. Hilf mir, das muss raus. Okay, rohe Gewalt, das kann ich gut. Und dann? Es rettet die Stadt, hoffe ich. Aber wenn die Lohe fällt, lauf weg. Denn die Sprengladung an der Bombe unten lässt sie dann hochgehen. Und überleben wir das? Vermutlich nicht. Jetzt drück! Vermutlich nicht, jetzt drück! Okay. Shit. Raus! What? Alter, was? Und das soll eine schwache Explosion gewesen sein? Der Wals beste Chance. Und Meridian steht noch. Es ist nicht vorbei. Der Wal sagt, der Avat soll Zeuge sein. Niemals. Dazu müsste er in den Palast eindringen. Und der wird sehr gut bewacht. Geh zurück, nur zur Sicherheit. Ich sehe mich hier mal um. Vielleicht haben sie etwas zurückgelassen, außer der Bombe. Verstanden. Keine Sorge. Wenn er in den Palast will, ist er erledigt. Ich vertraue auf dich, Bruder. Ich vertraue echt auf dich. Ich meine, so gepanzert wie ihr seid, ihr müsst das ausrichten können gegen die. Die können ja nix. Aber trotzdem habe ich Angst um ihn. Ah, damals das mit Ross, das hat mich immer noch gezeichnet. Ich will einfach nicht, dass das so endet wie damals. Stiefelspuren. Und ein wenig Lohe darin. Okay, folgen wir der mal. Alles klar. War das ein Unfall? Kräftiger Abenteuer. Ja, es war ein Unfall. Vorzugsweise Ungeheuer und eine Eimerkette bilden. Keine Bedingung. Wie sie mir ausweichen. Weil ich auch so ein standhaftes Mädel bin. Rosseram sind doch nichts Besseres als Noah. Was ist passiert? So ein Knall habe ich seit der Befreiung nicht mehr gehört. Hast du einen Augenblick fremd? Nein. Du kannst deine scheiß Artefakte selber suchen. Rauch auf. Werden wir angegriffen? Nee, die Spur führt noch hinein. Nicht. Noch eins von der Wals verstecken?
Runter? Ja, runter. Okay. Ich habe kein gutes Gefühl. Der Wall den Zünder zusammengebaut haben. Oh nein. Er hat die Wand durchbrochen. Das heißt, er kann hier rein. Der Wal hat einen Weg in den Palast gefunden. Oh nee. Das ist echt keine gute Idee. Das ist verdammt nochmal keine gute Idee. Shit. Der Wal. Oh shit. Ich glaube, der große Kampf steht wirklich sau kurz bevor. Ach du Scheiße, das glaubt man ja gar nicht. Lass doch mal bitte los, Aloy. Und jetzt? Was kann ich hier? Das brauchst du mir nicht erzählen, dass ich darüber komme. Oh, ich hasse Klettereinlagen. Lass mich bitte nicht failen. Ich hab keine Lust. Ich hab's euch gesagt. Ich hab's euch gesagt, dass ich das nicht kann. Mann, wieso gibst du mir jetzt hier einen Jump'n'Run? Das ist der Grund, warum ich die Jump'n'Runs immer zwischen den Aufnahmen mache. Ah, fuck you. Okay, Rayon, Concentration. Der Kampf danach, der wird easy. Jump'n'Run jetzt, das ist die Herausforderung. Das ist das Endgame. Können wir nicht irgendwie außenrum zum Palast? Ja, das kennen wir schon. Überspringen, danke. So. Hui. Was ist hier? Ne, wir müssen noch runter. Kann ich nicht einfach runterdrücken und dann geht's hier runter? Ja, gar. Okay, danke. Okay, ich versuche das mal zu überleben. Wäre, glaube ich, ratsam, oder? Oh. So, jetzt sind wir hier. Sehr schön. Das finde ich sehr gut. Dann gehen wir auch hoch. Ja, auch gut. Okay, jetzt machen wir einen auf Lara Croft, oder wie? Oh, Alter! Sind wir jetzt oben? Danke. Der Kampf geht sofort los, ne? Ich werde mal meine gehärteten Pfeile hier ausrüsten. Denn jetzt sind wir hier. Hier waren wir schon mal. Wisst ihr noch? Hier waren wir schon mal. Das ist ja eine Stelle, wo wir schon mal waren. Deswegen gibt es diesen Weg hier. Genau deswegen. Ich würde zu gern. Hallo. Ihr sagt gar nichts mehr. Wollten die wirklich den Weg hier bewachen? War das wirklich deren Absicht? Die haben überhaupt keine Chance, die waren ja easy. So. Wüstenglas, okay. Wir haben doch alle zusammen zurück zur Festung gegangen. Ja, das heilende Zeug nehme ich auf jeden Fall alles mit. Auch wenn es uns nicht so viel nützen wird, weil wir nicht so viel haben. Uiuiui. Das könnte eine Überlänge-Folge werden. Habe ich so gerade das Gefühl. Sieh dich an, Avad. Der zitternde Spross eines irren Königs. Du nahmst mir das Recht, deinen Vater zu töten. Also bist du stattdessen dran. Es wird ein Genuss, die Kaja brennen zu sehen. Besonders, weil du mit mir zuschauen wirst. Sag lebwohl zu Meridian, Avad. Riech den Gestank und schluck die Asche. Also scheiße, dass es nicht hochgehen wird. Da stimmt was nicht. Da grinst du. Ich habe nichts gehört. Da hinten steigt eine kleine Rauchwolke auf. Nein, es sollte ein Feuersturm sein und keine kleine Rauchwolke. Wir müssen das scheiß Schaltzeug ausschalten. Kann ich das nicht so deaktivieren? Er hat doch auch drauf ge... Ach ja, dann halt so. Alter. Was ist das? Oh.
Du bist wohl die Nora, die mein Lager überfallen hat. Oh ja. Und die Bombe deaktiviert hat. Tatsächlich. Tja, Bombe oder nicht. In diesem Thronsaal fließt heute Blut. Erst deins, dann erwart's. Oh nein! Shit. Was ist das denn? Was ist das? Dein Ende ist gekommen. Warum lässt er wahllos immer seine Frauen für ihn kämpfen? Ich weiß noch nicht, aber du bist tot. Ja. Wo bist du hin, Göre? Ach, was? War das eine Illusion oder was? Hä? Was rast denn gerade? Es ist nicht vorbei, Nora. Als guter Osram-Bastler weiß man. Ach so, so war das also. Man braucht einen Notfallplan. Shit. Lass dir was ein von Aloy. Das ist gerade nicht dein Ernst, oder? Entdeckt. Ach du Scheiße. Ach du Scheiße, ach du Scheiße. Die kann man aber gut damit runterholen eigentlich. Die Sturmvögel. Was? Wir haben keine Splitter mehr. Easy, ist down. Was der andere? Alter, ich treffe den so nicht. Ist aufhören zu sprühen. Alter, ist aufhören zu sprühen. Treff den sonst nicht. Du musst doch seinen fucking... Alter, kannst du mal aufhören, hier zu sprühen? Das geht ja so nicht. Okay, kurz wechseln. Alter! Du wirst mich doch verarschen. Ich hoffe, du kämpfst gern gegen diese Dinger. Es kommen nämlich noch mehr. Ja, danke dir. Das war also keine Bombe, die er zünden wollte. Das war ein Peilsender. Alter! Der majestätischen, mörderischen Glitzerhabichte! Glitzerhabichte, also, alles klar. Bevor wir wieder aufsteigen. Ist down. Kommen jetzt noch mehr, oder wie ist das? War das schon alles? Okay. Gehen wir wieder zu meinem Platz rüber. Das sind auch solche Eisstreu-Gedönsviecher. Man sollte die Arbeit immer den Maschinen überlassen. Ja. Ein fliegender Raubjäger. Man sollte die Arbeit den Maschinen überlassen. Wenn du schon am Boden bist, selbst schuld. Alter. Ist down, sehr schön. Alter. Easy. Alter, was? Ich muss nur seinen Brustkorb treffen. Alter, gegen den zu kämpfen ist echt nicht easy. Alter, gegen den zu kämpfen ist echt nicht easy. Komm mal runter. Ich muss nur seinen Brustkorb treffen. Ich versuche jetzt was. Ist gegen den vielleicht Feuer effektiv? Boah, das ist Eis. Ich weiß nicht, ob das so ganz effektiv ist. Ein oder anderen Heiltrank schlucken. Jo, könnte effektiv sein. Easy. Noch jemand? Oder wie ist das? Chill mal, Alter. Ernsthaft jetzt. Beyblade? Wir haben Bug gefunden. Ja! Schön.
Ah, so, was sagst du jetzt? Hm? Der Wal. So sehr ich mir wünsche, dass Ersa es tun könnte, töte ich dich auch gern selbst. Nur zu. Ich fürchte mich nicht. Doch wie ich dich kenne, Erend, wirst du es versauen. Hi. Ich weiß, wovor du dich fürchtest. Nach Hauptquell zurückzukehren. Jeder Clan im Anrecht will deinen Tod. Und er soll möglichst schmerzhaft sein. Sie werden sogar Geld dafür bieten. Du überlässt das Töten also wieder mal anderen. Halt's mal! Der Sonnenkönig wird jetzt entscheiden. Sehr schön. Leute, ich glaube, wir haben eine neue #Epic-Folge. Habe ich leicht so das Gefühl gerade. Ah. Rede mit Derwal, das würde ich wirklich gerne tun. Wo ist Derwal? Aber meine Vermutung, dass Derwal dann auch der Mörder von Rust ist, hat sich dann mit ja erledigt. Ich dachte wirklich, dass die zwei Handlungsstränge jetzt noch zusammenfließen, aber nein. Das sollte nicht sein. Ich will zuerst mit Derwal reden, weil das eine optionale Entscheidung ist. Ja, ich werde das zuerst tun. Hier ist der Tuti, wir gehen dahinter. Das ist ein ziemlich weiter Weg. Aber ich habe irgendwie Angst, wenn wir das nicht zuerst machen, die optionale Option. Optionale Option. Rayon, du bist ja so ein Brain. Wenn wir das nicht zuerst machen, dass wir dann quasi die Option komplett versäumen. Das will ich nicht. Ich will die Option schon wahr machen. So, dann laufen wir da noch schnell hin. So weit ist es ja auch nicht. Wir sind schon ganz andere Strecken gelaufen. Müssen wir da rein? Nein, natürlich nicht. Ist ja auch lustig, wenn wir jetzt komplett in der Stadt verlaufen und nie mehr zurückfinden. Wo müssen wir denn hin? Ich bin doch nur eine kleine Sucherin. Das heißt nicht, dass ich mich auskennen muss hier. Okay. Ja. Sind wir denn hier richtig oder wie ist das? Ja, sieht ganz gut aus. Ja, sieht sehr gut aus. Okay, hier ist er. Nice, hi. Willst du dich an meinem Anblick weiden, Nora? Na, wie du siehst, bin ich beschäftigt. Verstehe. Du willst noch Salz in die Wunden streuen. Tja, das funktioniert nicht. Ja gut, dann nicht. Ich wollte mit dir reden. Danke auch an das Horizon Zero Dawn Team, dass sie das als optionale Entscheidung genommen haben. Sozial. Das war so unnütz. Unnütze. Das hat wieder mal bewiesen, dass ich wirklich alles ins Let's Play mitnehmen will. Das hat wieder mal so extrem bewiesen. Ah, da war ein Kind. Man sieht selten Kinder hier. Woran liegt das? Aber ich finde es eigentlich sogar fast schade, dass... Wobei, ich finde es nicht schade, dass der Wal nicht der Mörder von Rust ist. Das heißt, dass noch eine andere mega heftige Hauptquest auf uns zukommt. Wo ich sogar glaube, dass die Hauptquest sogar was mit dem Mörder von Rust zu tun hat, weil da geht es ja um die Verderbnis der Maschinen. Dann könnte es da zusammenlaufen. Aber wir reden jetzt erstmal mit unserem lieben Freund hier. Erend, hi. Aloy. Ich dachte gerade an Ersa. Sie hätte Derwal sofort getötet. Ich weiß es. Darum wollte sie sich mit ihm treffen, um ihn zu töten. Und sie sagte, ich soll erwachsen werden. Ich gebe zu, es tat weh, als sie das sagte, aber ich nehme es mir zu Herzen. Und erwachsen sein heißt dann wohl, das tun, was man soll. Und nicht das, was man will. Richtig? Das fragst du mich? Du bist doch bestimmt älter. Ja, aber ich handle nicht so, oder? Bei der Wahl schon. Das will nicht allzu viel heißen. Ein Teil von mir will ihm immer noch heimlich den Hals umdrehen. Ja, aber du tust es nicht, weil du ein guter Hauptmann bist. Hör bloß auf. Sonst weine ich noch. Ach, schön. Ich mag ihn eigentlich richtig. Am Anfang war doch so ein schleimiger, besoffener Sack. Und jetzt ist er einfach ein Freund geworden. Ein echt sympathischer Freund. Das ist einfach schön. Tja, und nach all dem, was kommt als nächstes für Gardist Erend? Ich reise jetzt erst einmal zum Anrecht. Ich besuche meinen Clan und
Wir werden Ersa würdig bestatten, wie sie es gewollt hätte. Und das bedeutet wenig reden, viel trinken. Wie geil. Ah, schön. Was glaubst du, machen die Osseram mit der Wahl? Erstmal werden sie lange darüber streiten. Aber egal, wie es ausgeht, es wird schmerzhaft. Damit kann ich leben. Ich glaube, ich schau mal in seiner Zelle vorbei und erzähle ihm davon. Mal lass ihn am Leben. Tja. Ich weiß, du musst gehen. Mörder finden, Maschinen bezwingen, alles vor dem Frühstück. Weißt du was? Als wir uns trafen, hielt ich mich für einen tollen Kerl, der sich mit einem hübschen Mädchen aus dem Nirgendwo abgibt. Dabei war es ein Glück, dass du eine Minute Zeit für mich hattest. Und vergiss mich nicht, während du da draußen die Welt veränderst. Ich habe immer eine Minute für dich. Vielleicht sogar zwei. Zwei? Sie mag mich. Ah, was? Ich will nicht gehen. Das soll kein Abschied sein. Du willst noch reden? Ja. Ich hole mir ein Taschentuch. Okay. Es gibt keine neuen Optionen. Wir Mann. Sehen uns später. Hoffentlich. Geh mir in die Kneipe saufen, Bruder. Ich will nicht gehen. Es ist so schön hier. Okay, dann reden wir nochmal mit dem König. Ernsthaft, ich fühle mich hier zu Hause. Am Anfang war die Stadt noch so, nee, kacke. Ich will nicht in diese Großstadt. Und jetzt mag ich die Leute hier, besonders unseren Typi Erand und Avat. Eloy, mich einfach nur zu bedanken. Sorry, dass ich gerade das Gespräch unterbreche. Mir ist gerade eingefallen, woher ich die Stimme von Avat kenne. Das ist, wie ist er nochmal? Beyond Two Souls, der Freund, oder der möchte gern Freund von Jody. Ich weiß nicht, wie er heißt. Könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, wenn ihr wisst, wen ich meine, aber ihr werdet wissen, wen ich meine. Der FBI-Agent. Okay, das hat jetzt nicht mit der Story zu tun, aber das ist exakt die gleiche Stimme. Das ist exakt. Mir fällt es nicht ein. Nee, mir fällt es nicht ein. Egal. Das erscheint mir unzureichend. Du hast mein Leben gerettet. Und auch Meridian. Und dank dir wird Ersas Mörder bestraft werden. Wir können nun um sie trauern, ohne Quellen der Unsicherheit. Ich weiß nicht, was wir ohne dich gemacht hätten. Es ist kaum vorstellbar. Ich hoffe, du bleibst hier bei uns in Meridian. Das würde ich wirklich gerne. Wart ihr und Ersa, ihr wisst schon. Es ist wohl offensichtlich, was ich für sie empfand. Sie gab mir nicht nur Ratschläge, sie gab mir Kraft. Doch es hatte keine Zukunft. Das Verhältnis zwischen den Kaja und den Osseram hier war ohnehin schon angespannt. Die Verbindung des Sonnenkönigs zu einer Osseram hätte zu einer Revolte geführt. Und vermutlich zum Krieg mit den Clans. Wusste es jemand? Nur einer. Der war. Er wollte Ersa, doch sie verschmähte ihn. Und so wurde Eifersucht zu einem weiteren seiner Motive. Hui. Was genau passiert jetzt mit der Wahl? Im Moment sitzt er in einer der alten Zellen unter dem Sonnenring hier in Meridian. Und was mit ihm passiert, wenn wir seine Auslieferung an Hauptquell beschließen? Ich will gar nicht daran denken. Mein Vater war sehr kreativ, was Folterwerkzeuge angeht. Aber manche Osseram-Geräte übertreffen selbst seine Vorstellungen. Zu schade. Der Wahl ist ein brillanter Mann. Ich frage mich, was er wohl erreicht hätte, wenn mein Vater nicht gewesen wäre. Oh ja, ich meine, er war ja wirklich ein Genie in der Bastelei und so. Ich meine, sein Plan wäre aufgegangen, wenn wir nicht gewesen wären. Was hätte er geschafft? Oder was hätte er quasi zu dem Leben hier in der Stadt beitragen können, wenn er nicht diesen Hass geschürt hätte, wenn er nicht quasi auf die falsche Seite gewechselt wäre? Was wäre passiert, wenn alles anders gekommen wäre? Warum soll ich in Meridian bleiben? Ich dachte, das wäre offensichtlich. Für mich nicht. Tja.
Tja, zunächst einmal hast du verhindert, dass die Stadt abbrennt. Du bist stark, schlau und kompetent. Ich könnte jemanden wie dich an meiner Seite gebrauchen. Was? Was? Nee. Oh, was? Wie ihr Erzer genutzt habt. Das klingt so böse, dieses benutzt. Das ist so, nee. Ich bin kein Ersatz, das sind wir auf keinen Fall. Ich muss meinen eigenen Weg gehen, das stimmt natürlich, aber ich bin auf jeden Fall kein Ersatz. Ich struggle jetzt immer zwischen diesen Entscheidungen. Ich weiß zwar, dass die nicht so viel Auswirkungen auf das komplette Spiel haben, aber sie haben doch Auswirkungen auf dieses Gespräch für die nächsten 2 Minuten. Und das ist eine heftige Zeitspanne für mich. Ich bleibe die Liebe, Aloy. Und das stimmt, ich muss meinen eigenen Weg gehen. Obwohl, hätten wir jetzt, glaube ich, die Entscheidung gehabt, ich hätte, glaube ich, angenommen. Ich weiß auch nicht. Ja. Danke für das Angebot, doch. Ich glaube, wir beide sind nicht bereit dafür. Zumindest noch nicht. Es liegt noch ein weiter Weg vor mir, um zu finden, was ich suche. Und er führt mich weit weg von Meridian. Ja, natürlich. Ich wollte nicht anmaßend sein. Du hast deinen eigenen Kopf. So wie Ersa. Aber bitte, denk dran, dass du hier immer willkommen bist. Ich hoffe, heute ist ein Sonnenaufgang für uns. Kein Abschied. Das hoffe ich so verdammt auch. Das hoffe ich so verdammt. Auch mit Erend. Ich muss jetzt gehen. Natürlich. Ich hoffe, du findest, was du suchst, Aloy. Und wenn du mich brauchst, helfe ich dir. So sicher, wie die Sonne aufgeht. Boah, die Sonne soll sinken. Okay. Geschafft. Easy. So, jetzt gehen wir noch Level 22, bitte. Nicht? Doch. Nice, okay. Können wir da noch vielleicht noch was aufleveln? Ich will die Folge nicht beenden. Wir haben 3 Punkte. Nice. Dann können wir doch den Schlag von unten machen, oder? Nice. Nehmen wir auf jeden Fall. Oh, nee, es ist Schlag. Doch, Schlag von unten. Meridian. Vor. Ja, okay. Meridian vor dem Feind. Okay. Ah, okay, Leute. Bevor wir die Folge beenden, fasse ich nochmal zusammen. Ich fasse das auf den Thron davon zusammen. Okay, wir fassen nochmal zusammen. Der Wal war ein kleiner Bastler, der quasi zu viel Hass quasi in seiner Seele hatte und das quasi alles in purer Grausamkeit entladen hat, um dieses Land hier, oder besser gesagt, diese Stadt und dieses Volk hier zu peinigen. Aber er hat nichts mit der Verderbnis der Maschine und nichts mit dem Mord an Rost und auch nichts mit den Leuten, die uns auf diesem Gipfel quasi angegriffen haben, damals bei der Probe, und mit denen hat er nichts zu tun. Obwohl, es ja hieß, oh ne, ich denke gerade drüber nach, warte mal. Ne, das Gedankenspiel schenken wir nochmal durch. Der eine Typi, der auf dem Gipfel war und uns das Messer an die Kehle gehalten hat, der hat doch, ich kann mal ein bisschen rumlaufen, ist ein dynamischer Ton, der hat doch quasi, was war denn genau sein Spruch? Dreh dein Gesicht zur Sonne, Kind. Waren es jetzt die Osseram, die Sonne quasi verehren und quasi Blutzüge und so weiter, Blutraubzüge, pipapo? Nein, das waren die Schattenkarcher. Kann es sein, dass dann unsere großen Peiniger, die quasi Rost auf dem Gewissen haben, die Schattenkarcher sind? Das ist alles nur Mutmaßung, die ich hier anstelle, aber schreibt mir auf jeden Fall Tipps und so weiter in die Kommis. Und ja, ihr könnt auch gerne mit philosophieren. Ach, du warst erschöpft. Ich dachte gerade, du musst niesen oder so. Das wäre ein nice Gimmick gewesen. Aber wenn ihr irgendwelche Theorien habt oder diskutieren wollt, in den Kommentaren ist dafür immer Platz. Dort auf jeden Fall komme ich bis zum Abwinken da. Bewertet das Video auf jeden Fall und ich verbleibe mit einem Ray und sagt ciao. Macht's gut und bis zum nächsten Mal. Bis morgen 15 Uhr. Ciao.